We go to there, and we play all day. So come play with us. We'll play keyboards and guitar. We fun. Yeah, and also bass, and drums, and all the good stuff. Right now, you just brought the new keyboard and the new guitar. We are really proud to present here at the Gamescom. Also, wie bei mir sind normalerweise hinten am Rockband Freistand und machen da den ganzen Tag irgendwie aus der Mucke. Und jetzt hier für die Präsentation auf der Bühne haben wir zum einen das neue Keyboard noch mitgebracht und auch eine Gitarre, und die sieht nicht nur aus wie eine Gitarre, es ist eine echte Gitarre, mit der wir aber Rockband 3 spielen können. Das ist eines der coolen neuen Features bei Rockband 3, da kommen wir jetzt gleich aber nochmal ein bisschen genauer drauf zu sprechen. So John, get that morning on the computer. We're talking about the Rockband Pro Mode. Let's give a short explanation of what that is. So Rockband Pro, if you play through the fun of playing the game, you learn real music. So we'll be playing the real piano part and the real guitar part. And then about halfway through the song, we're going to show you easy first. And then halfway through, we'll pause and we'll show you expert. Okay, also die beiden werden jetzt den Song performen und werden im Rockband Pro Modus spielen. Aber auch da kann man zwischen Easy und Expert wählt. Und im Easy-Modus spielt man mit den Instrumenten und hat aber nicht die Herausforderung, wirklich die komplette, go ahead, just go. Muss man nicht wirklich normal spielen oder echt spielen, das Instrument, sondern kann halt nämlich, wie man das früher schon kennt, so nur die einzelnen Farben korrelieren kann, immer spielen. Und dann, in der Mitte des Songs werden sie dann auf den Expert-Modus wechseln und dann werden wir sehen, dass zum Beispiel Eric wirklich die richtigen Farben hat, was er sagt. Alright, jetzt wechseln wir auf den Expert-Modus, sowohl für die Gitarre als auch für Keyboard. Und dann schaut mal beim Eric, wie er dann die Gitarre spielen muss, wirklich alle authentischen Gitarrenakkorde, alle Noten muss er dann wirklich exakt auf der Gitarre aufspielen. Solo, right? I always talk on the solo, sorry guys. I'm sorry as well, but
mean, what you just did show was really amazing. I mean, it's, this is not the normal guitar for Rock Band Pro. This is a special edition by Fender. Yes, we have two Pro guitar models. We have this one, which is the Fender Squire, made in partnership with us and Fender Guitars, and as a shape of real guitar. We also have a second model called the Mustang, which is a Fender, based on the Fender Mustang. That's made by Madcat, our hardware partner. We actually have that to look at over at our booth over there if you want to check it out. That one does not have strings all the way up the neck, but it has buttons in place of strings. So 6 buttons per fret, up to 17 frets. And then you throw the strings down here. Also, die andere Gitarre, wie gesagt, das ist die Sonderedition von Fender, die andere wird von Madcat gemacht und das ist auch, der basiert auch auf einer echten Gitarre, auf der Mustang, hat allerdings dann keine echten Gitarrenseiten, sondern quasi hier überall in den Bünden 6 Knöpfe und ihr müsst dann halt anstatt den Reifen, drückt ihr die Knöpfe runter und habt dann bis 17 Bünden, habt ihr insgesamt 102 Knöpfe, die ihr drückt und hier am Steg sind dann quasi auch 6 Reifen, aufgespannt, wo ihr dann auch die einzelnen Seiten spielt. Und wir werden nachher dann bestimmt auch nochmal bei der Preisperformance auch die anderen Gitarren nochmal sehen. Aber auf jeden Fall mit dem Ding könnt ihr dann auch richtig Gitarre spielen. Aber ihr seht hier, da steckt ihr dann das Kabel rein, geht an den Verstärker und könnt dann, nachdem ihr mit Rockband 3 geübt habt, könnt ihr dann auch wirklich richtig echte Gitarre spielen. The same as with the keyboard, I mean, it's a full 2-octave keyboard, also ist eine 2-Oktaven-Klaviatur, wo ihr wirklich dann auch den kompletten Loop spielen könnt. And in the game you have this one, Secure Note, for, I don't know who that is. Stop it! I'm talking here! We have tutorials where you can learn to play the instrument, right? Yes, you can just play for fun with the song, like we did, or you can learn skills and sections of song in our training videos. Hours and hours of training if you want to learn that one. Right, and you have 83 songs in the game and more than 2,000 downloadable content. Yeah. Yes, that's true. Everybody should find his favorite song. Also, einer sich Songs auf der DVD selber kommen und dann über 2,000 Songs mittlerweile ja für Rockband downloadable. Natürlich sind die meisten Songs noch nicht für den Rockband Pro Modus, aber alle, die jetzt neu rauskommen werden auf jeden Fall auch für Rockband Pro kompatibel sein. You'll be on stage again later, then with the full band, right? With keyboard and all the stuff. Yeah, we'll be back. I'm looking forward to that. Thank you very much, Eric and John. Wir haben auch noch mit der kompletten Band, die auch noch performt hat, auch noch mit Schlagzeug, mit Bass und natürlich auch noch mit Mikrofon. Wenn ihr euch das nicht gehen lassen wollt, seid auf jeden Fall wieder dann mit am Start. Jetzt nochmal eine kurze Pause und dann gleich geht es auch wieder weiter. Unter anderem mit Star Wars, da haben wir noch tolle T-Shirts. Wir haben auch noch das EA-Store-Feature, da gibt es auch wieder und natürlich auch noch ein iPad gewinnen. Da seht ihr nachher, wie ihr bis Ende Dezember noch 4 iPads gewinnen könnt. Also bleibt einfach da, habt ein bisschen Spaß. Wir sehen uns gleich wieder. Ich habe keinen Bock, die Position hier aufzugeben, um einfach zu essen. Ohne ein T-Shirt.